Gut, wir sind am Atmosphäreneintritt angekommen. Das heißt, wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit tun, nämlich uns unsere Antriebsstufe entledigen. Und damit uns die nicht rammt, schieße ich die in einen leicht anderen Vektor weg. Zack. Dann tritt die nämlich in eine andere Richtung ein. So, stromtechnisch sind wir randvoll. Das heißt, das nutze ich jetzt auch, um auf jeden Fall die Richtung zu halten. Und da verschwindet unsere Boosterstufe. So, und ich kann jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, außer beten und hoffen. Und vielleicht einen Schluck trinken. Sonst komme ich niemals zu meinem zweiten Bier für heute. Ihr könnt das Pfeil einfach laden und dann könnt ihr natürlich auch Mods wieder abstellen mit Seacan, ne? Also wenn ihr dann sagt, manche Sachen wollt ihr nicht haben, dann schaltet ihr die einfach wieder aus. So. Gut. So, langsam wird der Hitzeschild, glaube ich, warm, wenn ich das richtig sehe. Ja, Hitzeschild bekommt Temperatur, aber nur leicht. Ablator beginnt sich zu verbrauchen, aber auch nur leicht. Wir haben noch genug Strom. Ich würde sagen, wir legen das Baby mal. Ne, wir legen das Baby genau so, wie es liegt. So. Gut, da ist der Rest vom Schützenfest. Und wie kommen wir denn rein? Ah, okay, sinkt jetzt die Periapsis. Logisch, die wird dann auch gleich wieder rangezogen, sobald sie auf dem Boden eingerastet ist. Also, ich denke mal hier in dem Bereich. Aber ob so knapp vom Kerbin Space Center wird, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall kriegen wir einen schönen Überflug. Und ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass da nichts verloren geht, weil wir hatten eine Touristenkapsel, wo hier unten noch ein Oktagonring dran war. Also dieser Vierfachring. Warum heißt der eigentlich Okta? Heißt der vielleicht gar nicht Okta? Heißt der Quad? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wo dieser Instrumentenring noch dran war. Und die hat es auch geschafft, einen Wiedereintritt zu überleben. Und ich bin jetzt aus einem sehr sanften Low-Kerbin-Orbit eingetreten. Also eigentlich kann ich gar nicht so viel falsch gemacht haben. Und guck mal, das Essen ist jetzt auch alle. Das hat ganz knapp gereicht. Also jetzt haben sie langsam Hunger. Also Starving finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, nur weil sie jetzt gerade kein Snickers essen können. Also hat geklappt. Haarstur, was du vorgeschlagen hattest. Mit leerem Magen kotzt man die Kapsel nicht voll. Haben wir so durchgeführt. Die sind jetzt hungrig, aber sie dürften halt nichts essen, weil, naja, ihr wisst schon, ist halt so. Kann man halt nicht immer sich den Schlunz vollhauen, wenn man noch einen Wiedereintritt zu fliegen hat. Und der ist halt einfach ein bisschen anstrengend, ne? So. Schwuppdiwupp, da sagt Windows einmal, Mensch, du hattest ja die Modliste von Seacan freigegeben. Ja, so sieht's nämlich aus. Guck mal, jetzt haben wir hier auch einen schönen Wiedereintrittseffekt, wie wir und unser anderes Teil eine Spur hinter uns herziehen von Partikeln, die sich ablöten bei uns, während wir wieder eintreten. So. Schlunz ist ein Fachbegriff, Neo. Okay, mal gucken, was die Kurskalkulation sagt. Oh, die sieht gar nicht schlecht aus. Die ist tatsächlich kurz davor im Wasser. Vielleicht, ganz vielleicht, Chance. Ne, ich denke mal, wir werden. Wo sind wir jetzt? Oh, das sieht gar nicht übel aus. Das sieht so aus, als ob wir wirklich am Kerbin Space Center ankommen könnten. Oder wir bremsen noch stärker ab und fallen hier vorne irgendwo ins flache grüne Land rein. Also war gar nicht so schlecht geschätzt. Hoffentlich schaffen wir es über die Berge. Das wäre ungünstig, wenn wir es nicht schaffen. Ja, das bremst ganz schön, ne? Na, mal gucken. Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Es passiert, was auch immer passieren soll. Wir haben keinen Eindruck mehr. Einfluss mehr. Eindruck. Wir haben keinen Einfluss mehr darauf. So. Ja, 15 Tage Deadline ist zu großzügig, ich weiß es nicht. Ich will mal gucken, ein bisschen mit Erfahrung sammeln. Ich habe das jetzt. Oh, irgendwas flackert da ein bisschen. Ah, das sind, glaube ich, ja, das sind die Batterien, das ist okay. Damit kann ich leben. Wir sind in den Bergen mittlerweile. Ich komme schon wieder in den Bergen runter, ärgerlich. Na gut. Bisschen zu großzügig runtergegangen. Ich hätte vielleicht so auf 30 Kilometer gehen sollen. So, also
volles, spratzelndes Re-Entry. Vielleicht schaffe ich es ja noch vor die Berge zu kommen. Nö, ich rassel mitten in die Berge rein. So wie es aussieht, oder? Nee, das könnte noch Voralpenland werden. Schauen wir mal. Auf München runterfallen. Oh, also ich falle auf jeden Fall nicht mitten ins Gebirge. Das macht es für die Rettungscrew. Für die Rettungscrew schon mal ein bisschen einfacher. So. Sehr schön. Ich glaube, SAS... Na, ich lasse es mal lieber an. Nicht, dass die... Das Sickness Avoidance System ist ja ganz gut, dass die Touristen hier nicht alles vollspeien. Okay, wir sind auf dem... oder im freien Fall. Die Fallschirme sind safe. Das sieht gut aus, dass die Touristenmission ein Erfolg wird. Und damit ihr was zu tun habt währenddessen, gebe ich euch schon mal einen Link raus mit der Modliste. Viel Spaß damit. Viel Spaß beim Runterladen, viel Spaß beim Installieren. Das könnte eine Weile dauern. Glaubt mir. Ich habe die alle installiert. Das hat eine Weile gedauert. Zumindest mit meiner Leitung. Ja, und während ihr euch alle auf die Modliste stürzt, werde ich mal die Touristen landen, weil ich bin ziemlich zuversichtlich. Deshalb gebe ich den Link jetzt schon mal raus, dass wir das jetzt hier in einem Stück hinbekommen. Und dann können wir mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Vordeploy ist raus. Wir sind im freien Fall auf den Full Deploy zu. Und wir warten und wir warten und wir warten und wir sollten ein Full Deploy bekommen. Und wir bekommen ein Full Deploy, kurze Gehbelastung und safe. 250 Meter zum Boden, das sieht gut aus. Die Zeit nutzen wir mal, um zu gucken, ob hier noch irgendwas Lustiges auf uns wartet. Also wir sollen den auf 38 bis 40, 41 Kilometer Höhe bringen. Bei 1600 Metern pro Sekunde. Das finde ich akzeptabel, weil so Decoupler benutzt man so oder so immer mal wieder. Und ich muss sie nicht benutzen auf der Höhe, ich muss sie nur mitnehmen. Okay, haben wir erstmal wieder einiges an Verträgen. Und das heißt, wir sind kurz davor, die 600.000 zu knacken. Und wir landen. Sauber gestanden. Gute Arbeit, Luis. Und ich check mal kurz, ob es hier was zu holen gibt. Natürlich gibt es hier was zu holen. Speichern bitte. Wir machen auch noch einen EFA-Report. Aber natürlich doch. Yep, den behalten wir. Und wir gehen wieder an Bord. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Natürlich auch nochmal einen Temperature-Scan. Und einen Atmospheric-Pressure-Scan. Einfach nur, weil wir es können. Und ab damit nach Hause. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Richtig, richtig gespannt. Und ich bin auch positiv überrascht. Es sind immer noch genauso viele Zuschauer, wie bevor ich den Link gepostet habe. Also von daher... Schön, dass ihr geblieben seid, aber ihr müsst ja auch die Mods jetzt installieren. Das dauert eine Weile. Bis dahin bin ich hoffentlich mit dem Stream fertig. Oh ja, guck mal. 462 Science-Punkte, 910.000 Körbel-Dollar. Das heißt, die erste Mission war auf jeden Fall ein Erfolg. Luis hat auch sein Level Up, das hat er unterwegs schon bekommen. Ja, was soll ich sagen? Ich staube mir mal symbolisch die Schultern ab. Und wir haben dann auch noch einen nächsten Milestone geschafft, nämlich den, dass wir erfolgreich von einem Flyby am Mond zurückgekehrt sind. Und es gibt natürlich auch nochmal verschiedenste Dinge, die wir jetzt freischalten können, einfach weil wir mehr Reputation gekriegt haben. Wir haben aber noch nicht ganz so viele Punkte, da müssen wir gleich nochmal gucken. So, jetzt schauen wir mal, was es hier noch an Aufträgen gibt. Vielleicht gibt es ja was Neues irgendwie in der Richtung. Wir haben nämlich noch zwei Stück frei. Und ihr wisst ja, was der nächste Schritt ist. Also ich frage euch mal, was glaubt ihr denn, was der nächste Schritt ist, was wir tun müssen? Was glaubt ihr, was man tun muss als nächstes? Also Science Data from Surface of the Moon. Jop. Gekauft. Explore Kerbin. Rendezvous Capabilities. Den warten wir, glaube ich, mal noch. Obwohl, der ist eigentlich cool. Irgendwann machen wir eh ein Rendezvous und das scheint keine Begrenzung zu haben. Okay, den nehmen wir mal. Jetzt haben wir 7 voll. Was glaubt ihr, was wir als nächstes machen? Orbit. Orbit ist natürlich ein guter nächster Schritt. Aber wenn wir schon mal im Orbit sind, was könnte man eigentlich gleich noch mit durchziehen? Hä? Genau, eine Moonlandung. Ich denke schon, wir versuchen das in dieser Folge noch. Wir müssen gleich mal gucken, was uns die Teilekiste so für die ganzen Source-Punkte, für die ganzen Science-Punkte gibt. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir alles testen sollen. Wir hatten so ein paar Sachen, die wir auf dem Launchpad testen können. Die mache ich mal schnell. Ein Arndt Liquid Engine, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Arndt Liquid Engine. Den können wir da oben drauf packen, glaube ich. Zack. Sowas noch. Skipper Liquid Fuel. Jawohl, den können wir unten ran packen. Und Rove Max Model S2. Was ist das? Ist das ein Rad? Ja. Cool. Okay, testen. Wird alles getestet in einem Schwung. So, Fleck und ein Mann. Bla 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 bla. Das ist alles irgendwelche andere Kram. Das heißt, wir machen schnell mal hier dieses Testvehikel und stellen das raus. Da kann Jebediah mal seine krassen Testskills zeigen. Ich hoffe, dass der Jebediah jetzt auch drin sitzt. Na? It's Jebediah. So, als allererstes machen wir mal die Staging-Sachen. So, das sind schon mal zwei Verträge und dann müssen wir hier noch Run-Test machen. Tada! Drei Verträge erledigt. Wir sind die Besten. Wir testen alles, was auf dem Launchpad steht. Und holen das natürlich auch wieder rein, weil keiner will unnötig Geld ausgeben. Sehr schön. Da war doch schon viel Schönes mit dabei. Und ich würde sagen, jetzt können wir gleich mal shoppen gehen. Aber erstmal gucken wir nochmal, was die Auftragsloskiste so für uns hergibt. Und Launchzeit können wir direkt mal wieder mit reinnehmen. Observational Surveys fühle ich mich noch nicht so. Ganz viele Touristikmissionen, die haben natürlich von unseren krassen Tiefstvorbeiflügen am Mond gehört. Aber das heben wir uns jetzt mal auf, weil das nächste ist tatsächlich eine Mondlandung. Und was ich jetzt noch am Überlegen bin, ich hatte das vorhin gesehen. Wir könnten noch eine von beiden Strategien aktivieren. Also ich könnte das Häuschen hier upgraden. Wir haben ja 900 irgendwas 1000. Wir brauchen 150.000, weil guck mal, es gibt folgende Sachen. Entweder gibt es To Boldly Go. Das heißt, wir kriegen plus 15.000 Funds für jede Wissenschaftsdaten, die wir übertragen von Biomen, an denen wir noch nicht waren. Also wenn wir irgendwo auf dem Mond sind oder irgendwelche EFA-Reports übertragen, wo wir noch nicht waren, gibt es 15.000 Bonus. Oder es gibt die Massive Scale Launches. Das heißt, für jede Rakete, die über 20 Tonnen wiegt, das werden wir, denke ich mal, Richtung Mond auch locker schaffen, kriegen wir 40.000 Funds, wenn die den Orbit erreicht. So, jetzt ist die Frage, ich würde es upgraden. Eins von den beiden würde ich gerne mit reinnehmen. Das heißt, die Frage ist, To Boldly Go oder Massive Scale Launches. Eins von beiden würde ich auf jeden Fall gerne mit reinnehmen und das auch drin lassen über die Zeit und upgraden. Das heißt, ich mache jetzt hier schon mal das Upgrade und währenddessen frage ich euch. Ihr könnt das im Chat nämlich mal sagen, was ihr gerne drin hättet. Lieber Massive Scale Launches, wo wir dafür belohnt werden, dass wir große Raketen ins Weltall schießen, oder To Boldly Go, wo wir dafür belohnt werden, dass wir neue Biome entdecken. Und es ist Stille im Chat. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Ich weiß, es ist eine schwierige Entscheidung. So, boldly, 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 große Raketen, neue Biome, boldly go, boldly go, boldly go. Okay, das ist relativ eindeutig, dass To Boldly Go eindeutig mehr Stimmen bekommen hat in dieser kleinen Abstimmungsrunde. Massive Scale können wir später auch noch dazu nehmen. Es gibt ja noch eine Stufe von dem Strategiegebäude. Dann können wir drei Strategien haben. Und irgendwann ist ja auch die Mondmission abgeschlossen. Das heißt, ich schließe jetzt mal To Boldly Go ab, dass wir noch weitere Entdeckungen machen können. Und jetzt können wir mal gucken und kaufen mal ein bisschen Science-Sachen ein. Und jetzt ist natürlich der Fokus ganz klar darauf, dass wir in Richtung Mond fliegen wollen und auch eine Mondlandung machen wollen. Und jetzt können wir uns mal so nach und nach raussuchen, was wir dafür eigentlich bräuchten. Ich fange mal hier an. Also, auf der Stufe gibt es ein Safety Light, warum auch nicht? Life Support Tanks in riesigen Größen und eine Viewing Cupola, die gibt uns Habitation. Wir wollen da aber nicht besonders lange bleiben und wollen auch nur mit einer Kapsel fliegen. Ich weiß es nicht, ob das hier was ist, was wir unbedingt researchen müssen. Flight Control ist nett, führt wahrscheinlich woanders hin. Ist jetzt natürlich immer schwierig, weil wir nicht sehen, was als nächstes kommt. Ich bin fast versucht, auf jeden Fall zu sagen, dass wir Flight Control und Enhanced Survivability mitnehmen, einfach um zu gucken, was wir als nächstes freischalten im Tech Tree. Deshalb würde ich das jetzt mal machen. Ach, guck mal, da kommen auch schon so Landing-Sachen und so.
Okay, da sind noch ein paar Landing Stabilizer. Das ist gar nicht so schlecht. RCS-Düsen ist natürlich auch nicht schlecht für die Zukunft. Das ist neu, oder? Das ist hier normalerweise nicht. Nee, stimmt. Der Salamander Command Pod für zwei Leute. Okay, und das Scout Landing Modul. Oh, das ist schon mal fetzig. Das sieht so aus wie die ersten Sachen für Basisbau. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Ist aber, glaube ich, für die Mondlandung noch nicht super wichtig. Space Exploration. Hier gibt es den Hitchhiker Storage Container. Damit könnte man natürlich beginnen, eine erste Basis zu bauen. Leitern finde ich jetzt nicht so spannend. Jetzt habe ich was übersprungen. Miniaturization. Hier gibt es das Science Junior im Dings-Modus und noch eine riesige Undersized Signal Intelligence. Die ersten Docking Ports. Oh, Solarpanels. Solarpanels ist, glaube ich, ein No-Brainer. Die nehme ich jetzt mal mit direkt. So, Solarpanels nehmen wir mit. Den Salamander weiß ich noch. Ich werde erstmal mit einer Person, glaube ich, zum Mond fliegen. Das macht erstmal nur der Pilot. Das wird mir sonst zu stressig. Oder wollt ihr eine große Rakete sehen? Ich weiß nicht, ob dafür unsere Science-Punkte schon reichen, weil ich müsste den Salamander-Pod freischalten. Ich müsste die großen Triebwerke freischalten. Und ich müsste die großen Fuel-Systems freischalten. Okay, das könnte knapp hinhauen. Also, wenn ihr eine Zwei-Mann-Besatzung zum Mond fliegen sehen wollt, dann könnt ihr jetzt mal ein Plus im Chat machen. Wenn ihr lieber mit einer Ein-Mann-Besatzung fliegen wollt, dann macht ihr bitte ein Minus im Chat. Also, Plus für wir fliegen mit einer Person zum Mond, Minus wir fliegen mit zwei Personen zum Mond. So, also könnt ihr auch ein bisschen mit Einfluss drauf nehmen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plusse, 2 mal Minus. 8 Plusse. Okay. Okay. Alles klar. Plusse. Pluses. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Okay, das heißt, wir müssen folgendes. Also erstmal wichtig, wir haben Strom. So. Oh Gott, hoffentlich kaufen wir jetzt nichts, was uns in eine Sackgasse bringt, ne? Also, ihr wollt einfach nur große Raketen sehen. Aber gut, dafür haben wir auch unterschrieben. Wir kaufen uns jetzt die großen Triebwerke. Zack, wir kaufen uns die großen Tanks. Plus haufenweise Carbonit-Zeugs. Zack. Und was ist das hier? Nee. Wo ist es denn? Da. Das haut halt gerade so hin, ne? Okay, und wir kaufen uns den Salamander-Pod. Das heißt, wir können jetzt mit zwei Personen losfliegen. Oh Gott, ihr stellt mich echt vor Herausforderungen, ne? Daraus jetzt eine Rakete zu bauen, aber erwartet nicht, dass das alles perfekt läuft. Was jetzt natürlich nicht mit dabei ist, ist Landing in groß. Das ist natürlich gigantisch, aber wir haben hier irgend so ein Landebein-Ding mit dabei. Vielleicht können wir das irgendwie dafür missbrauchen. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ihr macht mich fertig, ehrlich. Fertig, fertig macht ihr mich. So, gut, was machen wir da jetzt draus? Wir bauen eine Rakete, um auf dem Mond zu landen. Ja, einfach kann doch jeder. Ihr seid lustig. Okay, wir fangen mal was Neues an. Und wir hatten uns ja darauf geeinigt, ihr wollt den Salamander Command Pod, also kriegt ihr den Salamander Command Pod. Ah, ihr Scherzkekse. Seht ihr was? Ich habe überhaupt keinen. Ich habe überhaupt kein Hitzeschild dafür. Wie soll ich bitte den Salamander Command Pod landen, wenn ich da gar kein Hitzeschild für habe? Und der ist wahrscheinlich irgendwo ganz anders drin. Der ist bei Landing mit drin. Und dafür fehlen uns 90 Research-Punkte. Woo! Ich habe aber eine Idee, wie wir uns die zusammengeiern können. Ich guck mal schnell, ob wir uns die auf dem Spaceport holen können. Schwupp. Science. Zack. Ein Lab hinten ran. Einmal Mystery Goo. Einmal ein Thermometer. Einmal ein Barometer. Und einmal ein Magnetometer. So. Ich hoffe mal, dass die Landebahn. Ich habe doch Scale Mod. Kann sein, dass ich Scale Mod habe. Keine Ahnung. Habe ich Scale Mod? Wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt so fragst. Aber wir klauen uns die Science einfach. Wir erwerben das ganz legal. Zup. Morgen.
Experiment behalten. Crew Report. Experiment behalten. Temperature Scan. Experiment behalten. Atmospheric Pressure Scan. Experiment behalten. Mystery Goo. Experiment behalten. Material Study. Experiment behalten. Und zu guter Letzt machen wir noch Eva Report. Zack. Experiment behalten. Und wir müssen wieder rein. Schwupp. Tada! So, wie viel Science hat uns das gebracht? Wahrscheinlich nicht 90 direkt, aber vielleicht ein bisschen was. 36, immerhin. Immerhin. So, das sind schon mal 36 Science. Und jetzt können wir eigentlich das gleiche nochmal auf dem Launchpad abziehen. Ich glaube, die Experiment Storage Unit ist nur dafür da, um an Probes den Kram speichern zu können. Das kann ich mit dem. Also, ich kann dadurch nichts zurücksetzen. Das können nur Wissenschaftler. So, Scale. Tatsächlich, man kann ihn einfach vergrößern. Das ist ja einfach. Ja, dann ist ja alles gut. Okay, ich kann mich nicht mehr rausreden. Ihr kriegt eure blöde große Rakete. Also, das ist dann unser Moonlander One. Okay, ich hasse euch dafür übrigens. Ich wollte es nur mal am Rande gesagt haben. Ich hasse euch abgrundtief dafür, dass ihr mir das antut. So, was haben wir für Engines? Wir haben diese Varianten an Engines. Okay. So, gut. Heat Shields. Wir wollen ein Heat Shield und wir wollen es von der Skalierung her ein wenig vergrößern. Wer hätte das gedacht? 2,5 Meter nämlich. So, dann wollen wir einen Decoupler, damit wir das Heat Shield abkoppeln können. Zack. Und wir wollen auf jeden Fall sowas ähnliches wie eine Startstufe. Und wir wollen irgendwie landen. Irgendwie so, oder? Das ist doch hier 1A Mondlandefähre. Oh Gott, hoffentlich fliegt das Ding überhaupt. Zack. Gut. So weit, so schlecht. Wie kann man damit fliegen? Pool Engine. Klingt immer wie eine gute Idee. Ich würde mal unterstellen, dass wir mit der Poodle Engine auf jeden Fall genug Delta V haben. 633 ist aber ganz schön dünn. 633 ist erschreckend dünn. Damit komme ich gerade so in den Mondorbit, oder? Okay, das ist also ein bisschen zu wenig. Warum ist denn dieser Command Pod so schwer? Heiliges Kanonenrohr. Vielleicht können wir hier auch ein bisschen. Ja gut, das macht es aber auch nicht so viel besser, ne? Puh, also ja, es macht es besser, aber... Wow, und ich muss noch Lebenserhaltung mitnehmen. Ihr macht mich fertig, ehrlich. Ihr macht mich wirklich fertig. Wartet mal, so. Ja, es ist auch schon so gerechnet. 600. 633 Delta V, das ist halt nix, ne? Okay, größer. Mehr Treibstoff. 959, das ist auch nicht gerade grandios, um es mal nett zu formulieren, ne? Und ich habe immer noch keine Lebenserhaltung mit dran und keine Fallschirme und so Zeug. Oh, steht auf Atmosphäre. Danke für den Hinweis. Okay, alles klar, 3000. Ja, danke für diesen Hinweis. Das hat's gerade geklärt. Ich habe mich schon gewundert, was geht mit diesem Ding ab. Okay, 2500 klingt schon anders. So, ist nicht schön, wird aber seinen Dienst... Ich habe ein bisschen Angst, dass das einfach umkippt, oder? Das kippt doch einfach um. Wie soll man sowas landen? Ah, Mann, ihr stellt mich immer vor Aufgaben. Ehrlich jetzt. So, wie landet man sowas, ohne sich selber die Finger zu brechen? Zack. Zack. Ach ne, Mist. Warte mal, habe ich schon... Oh, guck mal, aus irgendeinem Grund habe ich die hier zum Testen. Stimmt. Sehr schön, dann kann ich die ja auch benutzen. So. So. So.
Ja, jetzt passt mal auf. Jetzt improvisiere ich euch hier mal eine Rakete. Da werdet ihr mit den Ohren schlackern. Zack. Das wird meine Landestufe. So, jetzt müssen wir das alles mal überprüfen, wie das so am Mond funktioniert. Also, das hat 5, irgendwas Gedöns. Tralala. Das reicht locker flockig aus. Ja, eine Terrier wird es natürlich auch nochmal einfacher machen, ne? Wahrscheinlich reicht uns auch eine Terrier. Ich muss mal gucken, wie viel Trust-Weight-Ratio die dann hat. Zack. Außer gar keine. Wieso hat die denn gar keine? Hä? Es hat, glaube ich, jetzt den Kerbal-Engineer ein bisschen verwirrt. Ach so, ja, weil ich es in die falsche Stufe gepackt habe. Zack. Zack. Trust-Weight-Ratio von 2,65. Das heißt, das reicht auch. Das macht es natürlich nicht hübscher, wenn wir mal alle ehrlich zueinander sind. Aber na gut, irgendwas ist ja immer, ne? Autostrad. Zack. Wird hoffentlich halten. Okay. Damit sparen wir auch schon wieder ein bisschen Gewicht. So, damit haben wir 1183 Delta V für den Eintritt. Haben wir noch irgendwas Kleineres? Nee. So klein jetzt wieder auch nicht. Okay, die Miniaturisierungs-Engines haben wir noch nicht. Was ist in dem Ding hier drin? 4000 Electric Charge. Okay, die gute Nachricht ist, wir müssen schon mal keine Batterien besorgen. Das würde er wohl auch so hinkriegen. Fallschirme. Ich habe keine Ahnung. Einer ist, glaube ich, ein bisschen wenig für so ein Riesenteil. Ich würde mal vermuten, wir nehmen drei mit. So. Zack. Wie viel Strom kann das Ding speichern? 150, das reicht auch für einen Wiedereintritt. Und wir haben jetzt Solarzellen, ne? Sehr schön. Okay, dann gibt es jetzt auch ordentlich Solarzellen aufs Gesicht. Zack. 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 So, und wir haben das Teil hier noch. Hey! Und der, oh Gott, das Alia Acta Est 2 ist jetzt ein Carbonaut. Willkommen! So, das sollte hoffentlich so reichen. Wir brauchen aber auch noch Essen für die zwei Kollegen, ne? Ich glaube, hier ist irgendwie ein Life Recycler drin. Hatte ich das richtig gelesen? 25% kann man es strecken. Okay, kostet aber Strom. Und wir müssen noch diese ganzen Experimentkram-Sachen mitnehmen, ne? Packen wir die denn hin? Habe ich schon so einen größeren Core? Nee, habe ich nicht. Okay, das heißt, ich werde es wahrscheinlich irgendwie außen anbauen müssen. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Also, science-mäßig. Thermometer und Dings ist wahrscheinlich alles ganz einfach. Das kleben wir einfach neben die Tür. Zack. Magnetum-Dingsbums nicht. So. Ach, wartet mal. Für einen Rückflug kann ich 15 Tage hungern. Das heißt, ich könnte theoretisch einfach mal gucken, Extend Stabilizers, ob ich so einen Ring da unten drunter gebaut bekomme. So. Vielleicht reicht das ja platztechnisch, um einen Ring drunter zu bauen. Der steckt nicht im Boden. Sehr schön. Okay, dann kann ich hier meine Versorgungsgüter reinbauen. Und zwar, was ich mitnehme. Ich nehme auf jeden Fall eine Fuelzelle mit, aber ich habe keinen Bock, ohne Strom irgendwo zu enden, auch wenn ich eine große Batterie habe. Ich nehme aus der Wissenschaftsabteilung mein Magnetometer mit, einfach weil ich es gerne habe. Ich nehme mir einmal Mystery Goo mit. Was ist hier drin? Prismar too hot? Nee, ich brauche jetzt noch einmal Essen. Irgendwo gab es ein Supply Bag da. So, das sind meine Supplies und den Rest der Zeit wird einfach gehungert.